Und wir übergeben dann jetzt an Moritz Klenk. Er hat was eingereicht, da haben wir dann einen Vortrag, da haben wir dann davor gesessen, als wir das Programm diskutiert haben und dachten, freie Rede versus Meinungsfreiheit, die politische Dimension des Podcasting. Das hört sich jetzt erstmal etwas sperrig an und etwas komplex, aber eigentlich ist es was, was uns alle interessieren sollte und wo wir alle, finden wir zumindest vom Programmkomitee, denken, dass es genau das Richtige für diesen Einstieg heute Abend ist. Moritz steht da schon. Er sagt selbst von sich, er ist Kulturwissenschaftler, Soziologe und Podcaster, alles in einer Person. Und er wird uns erklären, warum jeder oder zumindest versuchen näher zu bringen, warum wirklich jeder Podcast, egal zu welchem Thema, eine politische Dimension hat, warum wir uns als Podcasterinnen dieser Dimension bewusst sein sollten und welche Rolle dabei wir auch haben und welche Verantwortung wir da vielleicht auch haben als Teil einer vierten Gewalt und als wichtige Rolle in einer demokratischen Gesellschaft. Ich würde jetzt sofort übergeben, wenn es geht. Und es sieht gut aus. Und damit an Moritz, vielen Dank, dass du uns dieses auch Thema eingereicht hast. Wir sind sehr gespannt. Dankeschön. Ja, also ich wurde tatsächlich vorgewarnt, was was das Zeitmanagement angeht. Deswegen versuche ich auch in der Zeit zu bleiben. Man hat mir gesagt, ich habe ungefähr 45 plus Minuten, also plus für Diskussion. Und so ein bisschen dauert das auch so lange, weil ich hatte 2 Wochen Zeit. Ich wollte eigentlich so einen kleinen Diskussionsbeitrag, 20 Minuten, dann mit euch ins Gespräch kommen, einreichen. Und dann hieß es, willst du nicht heute Abend schon? Und dann hast du auch ein bisschen länger. Und okay, und dann habe ich es aufgeschrieben, weil sonst bleibe ich nicht in der Zeit. Und leg deswegen gleich los. Als einzigen, vielleicht kurz vorher noch Disclaimer. Normalerweise halte ich Vorträge, wenn dann in Seminaren oder an Unis auf irgendwelchen Konferenzen vor Geisteswissenschaftlern. Und das muss ich tatsächlich zur Entschuldigung vorweg sagen, weil die Standards für Vorträge an Unis sind extrem niedrig. Und wenn man dann außerhalb der Universität einen Vortrag halten muss, dann kann es leicht sein, dass man alle Erwartungen unterbietet. Aber wir werden das mal sehen. Mir geht's heute also um das Thema der politischen Dimension des Podcastens. Darauf bin ich natürlich, wie soll es anders sein, also durch viel Hören und auch selbst Podcasten gekommen. Und wenn man immer weiter wachsende eigene Faszination für dieses Medium so entdeckt, beginnt man sich irgendwann zu fragen, was dieses Medium denn zu einem so Besonderen macht. Was ist eigentlich der Kern des Podcastens, der sowohl dem Hören als auch dem Selbermachen so eine Art Aura verleiht? Irgendetwas, das man in anderen Medien eben nicht findet. Und die zweite Frage, die so im Hintergrund meines Vortrags ist, ist die Frage nach dem aktuellen Medienwandel. Auch das ist ein Thema, das hier allen vertraut ist. Es geht also um den Kontext von Podcasten, aber eigentlich viel mehr noch um den Kontext von Gesellschaft überhaupt. Also als Kulturwissenschaftler und Soziologe interessiert mich das natürlich besonders. Nichts bleibt heute vom Medienwandel unberührt. Möchte man die besondere Faszination von Podcasts verstehen, so denke ich, muss man also auch in diesem Kontext Fragen stellen. In meinem Vortrag versuche ich, eine Antwort zu finden und ich werde dabei mich mit folgenden Themen beschäftigen. Nämlich zum einen, was ist der Sinn von Politik? Dann mit freier Rede versus Meinungsfreiheit, mit Pressefreiheit versus freier Rede, dem Medienwandel als Befreiung des Politischen. Und dann abschließend die kurze, aber sehr komplizierte Frage zu stellen, was eigentlich gilt es jetzt zu tun? Vielleicht fragt sich der eine oder die andere, warum das eigentlich jetzt hier vorgetragen werden sollte. So ganz sicher bin ich mir auch nicht, aber meine Überzeugung ist, dass es genau darum beim Podcasten geht, um genau diese Dinge. Und das versuche ich euch mal zu argumentieren. Muss kurz noch warnen, es wird eine etwas längere Hinführung zum Thema Podcast. Die kommen, wenn ich Glück habe, am Schluss. Ja, so, genau. Davor geht es um alles mögliche andere, aber gut, ihr werdet es sehen. Also beginnen möchte ich bei der Frage, die im Hintergrund dieser Überlegung steht, die aber auch eigentlich den weiteren Relevanzkontext, würde ich sagen, allen menschlichen Zusammenlebens bildet, insofern es eben ein Zusammenleben ist. Es beginnt also mit der Frage, was ist der Sinn von Politik?
Seit den Anfängen der abendländischen Philosophie wird die Frage nach den Bedingungen menschlichen Zusammenlebens als eine der wesentlichen Fragen überhaupt verhandelt. Die Organisation dieses Zusammenlebens nennt man gemeinhin und im weitesten Sinne Politik. Im Verlauf der letzten 2500 Jahre Philosophie- und Politikgeschichte sollte dann aber eines klar werden, nämlich, dass es bei Weitem vollkommen unklar ist, was genauer unter Politik zu verstehen ist. Geprägt durch unsere Zeit fällt es uns heute schwer, unter Politik irgendwas anderes zu verstehen als eine nationalstaatlich-demokratisch, am besten demokratisch verfasste Form der Organisation dieses Zusammenlebens. Oder kurz gesagt, Politik ist, wie wir sie kennen, Politik in, wenn möglich, demokratischen Nationalstaaten. So sehr ein solches Verständnis in allermeisten Alltagsgesprächen uns allen weiterhilft, so wenig hilfreich ist es, wenn man sich ganz grundsätzlich Gedanken machen möchte über diese Möglichkeiten des Zusammenlebens. Offensichtlich ist der moderne Nationalstaat nämlich eine geschichtlich relativ junge Entwicklung, das menschliche Zusammenleben als Problem und Frage aber wesentlich älter. Ich werde heute also nicht verschiedene Politikbegriffe vergleichen oder gegeneinander abwägen, das ist gar nicht mein Anliegen und auch nicht mein Fach, im Übrigen könnte ich da nicht viel zu sagen, sondern ich möchte mich auf ein Politikverständnis beziehen, nämlich den Begriff des Politischen bei Hannah Arendt, einer der bedeutendsten politischen Theoretikerin des 20. Jahrhunderts, die als Jüdin in Deutschland vor den Nazis fliehen musste und als Flüchtling dann in den USA zu dieser Zeit glücklicherweise noch Professorin werden konnte an renommierten Unis, lernen und arbeiten und so weiter. Ich beginne also mit der Frage, beziehungsweise mit der Antwort auf diese Frage, was ist der Sinn von Politik, mit Hannah Arendt, die eben genau diese Frage in wesentlichen Texten verhandelt hat. Und die Entscheidung, mit niemand anderem anzufangen, ist selber natürlich auch eine politische Entscheidung, zumindest folgt man ihr. Hannah Arendts Bestimmung des Politischen beginnt nicht heute, setzt nicht auf den Nationalstaat, verwechselt Politik also nicht mit ihrem heutigen Zustand, sondern sie beginnt mit der Frage nach ihrem Sinn. Sie schreibt, ich zitiere das mal, auf die Frage nach dem Sinn von Politik gibt es eine so einfache und in sich so schlüssige Antwort, dass man meinen möchte, weitere Antworten erübrigten sich ganz und gar. Die Antwort lautet, der Sinn von Politik ist Freiheit. Die Antwort leuchtet uns deshalb so sehr ein, also Zitat Ende, ne? Die Antwort leuchtet uns deshalb so sehr ein, weil sie so alt ist wie das Politische selbst und noch gänzlich frei von den jeweiligen Formen des Politischen in den verschiedenen historischen Epochen. Man könnte nun denken, dass damit gemeint sein müsste, dass der Zweck der Politik Freiheit ist. Wozu Politik? Um größtmögliche Freiheit im Zusammenleben und in dieser Organisation des Zusammenlebens zu erreichen. Doch so ist es zunächst gar nicht gemeint. Freiheit ist nicht zuerst und nicht nur der Zweck der Politik, sondern umgekehrt. Politik ist erst einmal der Zweck der Freiheit. Oder anders ausgedrückt, die Politik setzt schon Freiheit voraus. Im antiken Griechenland war Politik, woher sie ihren Namen hat, die Organisation des Zusammenlebens in einer Stadt bzw. in einem Stadtstaat, griechisch einer Polis. Diese Organisation des Zusammenlebens in einer Polis zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sie das Zusammenkommen der freien Männer auf dem Marktplatz der Stadt, Entschuldigung, damals waren es Männer, auf dem Marktplatz der Stadt, der Agora, ermöglichte, um sich dort als Gleiche unter Gleichen zur freien Rede zusammenzufinden. Auf diesem Platz konnten nun nur zur Politik zusammenkommen, wer zu diesen gleichen und freien Männern zählte und anders gesagt, wer frei war, dies zu tun. Also keine Sklaven zum Beispiel, es war nur jemand, der sich das wirklich leisten konnte. Die Praxis der Politik als freier Rede untergleichen setzt also die Freiheit voraus. Es meint zwar auch ganz unserem Alltagsverständnis entsprechend, also frei sein von beherrscht sein, aber auch frei sein von beherrschen, weil auch dann kann man nicht untergleichen zusammenkommen, außer man trifft sich mit anderen Herrschern zum Beispiel, aber ist eher selten, also als Herrscher. Also auch dann konnte man nicht im Untergleichen zusammenkommen, also auch das umfasst diese Freiheit, aber darüber hinaus auch die Freiheit von den Notwendigkeiten des Lebens. Man muss frei davon sein, sich durch seine Hände Arbeit ernähren zu müssen, ein Haus zu bauen und so weiter. Und diese Freiheit zum Zweck der Politik war erkauft im alten Griechenland durch Sklaverei. Also nur damit sich keiner hier jetzt irgendwelche Illusionen macht über dieses glorreiche alte Griechenland. Die Politik setzt also Freiheit voraus, zugleich ist ihr Zweck aber auch jene Freiheit, nämlich die Freiheit zur Selbstorganisation dieses Zusammenlebens. Politik ist Freiheit zum Zweck des Erhalts dieser Freiheit und
um mit dieser Freiheit dann ganz konkret das Zusammenleben zu organisieren. Der Soziologe Niklas Luhmann hat das mal formuliert als: die Funktion der Politik sei der Erhalt der Möglichkeit, gesellschaftlich bindende Entscheidungen zu treffen. Also der Erhalt der Möglichkeit, nicht schon diese Entscheidung. Es klingt unnötig umständlich, ist es aber nicht. Weil es besagt nur nichts anderes, als dass diese konkreten Ziele der Politik, etwa die Sicherung der Rente, ja, oder die Sicherheit vor Terroristen oder die Sicherheit der Bildung oder was nicht alles mit dem Supergrundrecht Sicherheit noch alles gemeint sein kann und angepriesen werden kann, dass diese Ziele selbst nicht schon die Politik sind, sondern sie sind die konkreten Formen, die möglich werden durch Politik. Die Funktion der Politik ist also nicht die gesellschaftlich bindende Entscheidung selbst, sondern der Erhalt der Möglichkeit zu dieser Entscheidung. Oder mit Hannah Arendt eben: der Sinn von Politik ist Freiheit. Ich möchte gar nicht also viel detaillierter auf diese politische Philosophie einsteigen. Wichtig sind mir eigentlich nur drei Dinge hier. Zum einen das Wesen des Politischen im Anfang, des Politischen im antiken Griechenland, ist die freie Rede unter freien und darin gleichen Menschen. Von diesem Verständnis her erhält Politik ihren Namen und ihre Bestimmung, und diese Freiheit, diese freie Rede ist dabei weit mehr als nur die konkrete historische Form der Politik im antiken Griechenland, sondern mit Hannah Arendt seither ihr wesentlicher Kern. Zweitens setzt diese freie Rede aber bereits Freiheit voraus. Hannah Arendt macht diesen Unterschied sehr stark, vielleicht ein bisschen zu stark. Unter heutigen Bedingungen müssen wir, denke ich, erkennen, dass es beide Freiheiten, nämlich die Freiheit zur Politik und die Freiheit der Politik, als Freiheit, als Wesen, Ziel und Zweck der Politik um dieselbe Freiheit handelt. Und drittens bedeutet diese Definition von Politik aber auch, dass Politik nicht etwas Zwangsläufiges ist, was es immer schon gab und geben muss, solange es Menschen ihr Zusammenleben organisieren, sondern im Gegenteil, Politik ist etwas Seltenes, auch wenn es heute praktisch überall behauptet wird, dass es überall vorhanden sei. Hannah Arendt bemerkte in ihren Ausführungen zur Freiheit als Sinn von Politik fast schon lakonisch, dass seit den Anfängen in Griechenland diese Freiheit zur und Freiheit der Politik als freier Rede nie mehr wirklich Wesen des Politischen war und umgesetzt wurde. Und auch Hannah Arendt konnte selbst solche strengen Überlegungen erst im Exil in den USA formulieren. Ich zitiere nochmal Hannah Arendt: in der gesamten Tradition des philosophischen und insbesondere des politischen Denkens ist vielleicht kein Umstand von solcher Bedeutung und von so großem Einfluss gewesen wie der, das Platon und Aristoteles im 4. Jahrhundert schrieben, also unter dem massiven Einfluss einer politisch verfallenden Gesellschaft. Es stellte sich nämlich das Problem, wie der Mensch der Polis auch außerhalb der Politik existieren kann. Diese Frage, die manchmal eine seltsame Ähnlichkeit mit der Problematik unserer Epoche hat, bedeutete, ob es möglich ist zu leben, ohne einem politischen Verband anzugehören. Also in einem apolitischen Zustand im Sinne der, wie wir heute sagen würden, Staatenlosigkeit. Zitat Ende. Ich komme auf den Punkt nochmal zurück. Für uns stellt sich heute und wie damals nämlich die Frage, was es mit einer solchen Freiheit und diesem Politischen auf sich hat. Wo ist es zu finden oder wo überhaupt erst zu suchen? Wenn man von freier Rede als dem Wesen des Politischen hört, dann denkt man vermutlich recht schnell an Meinungsfreiheit, die bei uns grundrechtlich und menschenrechtlich verfasste Freiheit, seine Meinung frei zu äußern. Es ist daher sicher nicht die einzige, aber eine naheliegende Möglichkeit, sich mal mit der Stellung der freien Rede in der Verfassung näher zu beschäftigen. Und das möchte ich im Folgenden ganz kurz tun, aber wirklich nur kurz. Auf der Suche nach der Freiheit, sozusagen in juristischen Gefilden wildernd. Auch dazu ein kleiner Disclaimer: ich bin kein Jurist, erst recht kein Verfassungsrechtler, sondern Kulturwissenschaftler und interessiere mich deswegen für ganz andere Fragen im Zusammenhang mit dem Recht, nämlich Fragen, wie sich sozusagen kulturelle Werte, soziale Strukturen ausdrücken in solchen Rechtsvorschriften. Und ich beziehe mich, damit es nicht völlig abwegig wird, auf zwei Juristen und zwei Texte von denen und mehrere Texte: Dieter Grimm, emeritierter Professor für Rechtswissenschaften an der HU Berlin und auch ehemals Richter am Bundesverfassungsgericht, und Winfried Brugger, der bis zu seinem Tod 2010 Professor für Rechtswissenschaft an der Universität Heidelberg war. Also auf der Suche nach der freien Rede und der Institutionalisierung als wesentlich politische Freiheit könnte man beim Grundgesetz anfangen oder bei einer der ältesten demokratischen Verfassungen, nämlich der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Warum ich zunächst besonders bei der amerikanischen Verfassung anfangen möchte, hat zwei Gründe.
Erstens ist für sie die freie Rede so zentral und vorrangig wie für keine andere Verfassung der Welt. Und zweitens ist sie genau damit ein Sonderfall. Das deutsche Grundgesetz geht in Sachen freier Rede den Weg, den die meisten demokratischen Verfassungen heute wählen. Und mit diesen beiden Fällen, das eine betrifft uns unmittelbar und das andere interessiert uns zumindest sehr, lässt sich deswegen ganz gut arbeiten. Die für die Redefreiheit zentrale Stelle in der Bill of Rights, den ersten 10 Zusatzartikeln der amerikanischen Verfassung, ist der erste Zusatzartikel oder the First Amendment. Lautet im Wortlaut: The Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. Für die Frage nach der Verfassung der freien Rede finden wir hier tatsächlich also noch erstmal wenige Anhaltspunkte. Lediglich, dass sie durch kein Gesetz eingeschränkt werden darf. Die Stellung der freien Rede lässt sich juristisch nur dann beurteilen, wenn man auf einen Fall eingeht, der diese Freiheit auf die Probe stellt. Immerhin handelt es sich hier um eine Freiheit, also um eine nur negativ bestimmte Norm, die konkret die Freiheit einschränkende Gesetze verbietet. Was gegenständlich dabei als freie Rede qualifiziert, bleibt noch offen. Ein Phänomen, das die Redefreiheit nach Auffassung von Juristen, nicht nur in den USA, auf die Probe stellt, ist heute die so populäre Hate Speech. An diesem Phänomen lässt sich dann auch deutlich die Bedeutung des First Amendments in der Verfassung der USA erkennen. In den wesentlichen Entscheidungen des 20. und 21. Jahrhunderts bestätigte und verfestigte der Supreme Court in den USA die Stellung der freien Rede für die Verfassung. Winfried Brugger hält hier fest, Zitat, das Verfassungsrecht der USA schützt Hate Speech fast immer, auch wenn solche Rede, Hate Speech nämlich, erhebliche Kosten für die Würde, Ehre, Gleichheit der Angegriffenen oder die Zivilität der öffentlichen Auseinandersetzung und den öffentlichen Frieden mit sich bringt. Grund hierfür ist, dass das US-Verfassungsrecht auch bei Hassrede primär Rede vorliegen sieht, die wiederum verglichen mit konkurrierenden Werten in fast allen Fällen als vorrangiges Recht eingestuft wird. Rede, die Anstoß erregt, soll mit Gegenrede beantwortet werden, nicht mit staatlicher Regulierung. Zitat Ende. Nahezu jede Einschränkung durch bestimmte Gesetze gilt als unerlaubte Parteinahme und wird vom Supreme Court in der Regel für nicht verfassungsgemäß, als nicht verfassungsgemäß abgelehnt. Und das gilt noch ungleich mehr, wenn es sich also um explizit politische Rede handelt, die da bevorzugt werden soll, die nicht nur in den USA den Kern der Redefreiheit ausmachen. Man spricht hier auch von Viewpoint Discrimination, die als sozusagen Todsünde, Cardinal First Amendment Sin, Todsünde des ersten Zusatzartikels betrachtet wird. Selbst die Mehrheitsmeinung, beziehungsweise gerade die Mehrheitsmeinung, darf nicht bevorzugt werden. Der fundamentale, vorrangige Schutz der freien Rede schützt immer in besonderem Maße die Minderheitsposition, also die Nische. So. Sorry, der Überleitung war der Anschluss an den Vortrag davor. Ja, sorry. Kommt nochmal. Hate Speech ist also, wenngleich es im öffentlichen Diskurs der USA in der letzten Zeit mehr und mehr zum Thema gemacht wird, auch darauf komme ich vielleicht nochmal zurück, kein möglicher Einwand gegen die freie Rede. Das Recht auf freie Rede ist fast immer vorrangig zu allen anderen Grundrechten und gesetzlichen Vorschriften in den USA. Die einzige harte Grenze der freien Rede ist auch in den USA. Die Verleumdung, also falsche Tatsachenbehauptung, sind durch das First Amendment nicht geschützt, wenngleich auch ein Rechtsstreit in den USA, es kann immer so und so ausgehen. Also nicht immer, also vereinfacht. Bei absichtlicher Behauptung falscher Tatsachen kann es auch nach deutschem Recht nicht um durch freie Rede gedecktes Reden gehen. Nichtsdestotrotz, an den wesentlichen Entscheidungen zur Redefreiheit in den USA lässt sich erkennen, dass dieses Recht als konstitutiv für die gesamte demokratisch-politische Ordnung verstanden wird. Der Friede, die persönliche Ehre, die Würde oder was immer kann nicht von der freien Rede vor der freien Rede geschützt werden, sondern diese erhalten durch die Redefreiheit überhaupt erst ihre Bedeutung. In dem Verständnis drückt sich aus, dass die amerikanische Verfassung implizit davon ausgeht, dass sich das Gute und Wahre in einem Wettbewerb von Meinungen oder Tatsachenbehauptungen durchsetzt. Die der amerikanischen Verfassung implizite Ansicht, dass sich das durchsetzt, konnte den Verfassern des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland natürlich nach den grausamen Verbrechen der Nazis kaum einleuchten.
Zu oft siegte anscheinend das Böse und Falsche, auch wenn natürlich dabei jetzt unerwähnt bleibt, dass die freie Rede im Nationalsozialismus wohl nicht der erste und grundlegendste Wert war. Dem Grundgesetz ist ein anderer Artikel in einer nicht weniger beeindruckenden Klarheit und Macht eigentlich an den Anfang gestellt, nämlich Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. In diesem ersten Artikel, der exponiert den anderen Artikeln vorangestellt ist, wird jedoch schon der zentrale Unterschied von amerikanischer und deutscher Verfassung deutlich. Gilt in den USA die freie Rede als Fundament aller politischer und rechtlicher Ordnung. So kann alle politische und rechtliche Geltung in Deutschland nur vor dem Hintergrund und im Rahmen der Würde des Menschen verstanden werden. Die spezifischen Regelungen zur freien Rede in der deutschen Verfassung finden sich, wie den meisten vertraut sein dürfte, in Artikel 5 zur Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft. Freie Rede ist in Deutschland mit dem Begriff der Meinungsfreiheit geschützt. Das ist nun meines Erachtens aber nicht einfach nur eine Übersetzungsfrage. Free Speech heißt halt auf Deutsch Meinungsfreiheit. Meinung ist schon vom Begriff her eigentlich etwas völlig anderes als Rede oder etwas zumindest Unterschiedenes. Und Meinungsfreiheit kann damit auch nicht die Freiheit der freien Rede einfach nur übersetzt sein. Das mag vielleicht wie sozusagen skurrile Spitzfindigkeiten wirken, ist aber beim näheren Hinsehen, glaube ich, ganz und gar nicht. Was also ist Meinung? Es kann grundsätzlich selten schaden, zumindest glauben das Geisteswissenschaftler, in so einem Vortrag mal Kant zu zitieren. Und dann war ich super glücklich, dass ich was bei Kant zur Meinung gefunden habe. Und Kant schreibt zur Meinung, Zitat, meinen, noch dazu in der Kritik der reinen Vernunft, also das, wenn man was zitiert, dann am besten das so. Also Kant schreibt, meinen ist ein mit Bewusstsein sowohl subjektiv als objektiv unzureichendes Fürwahrhalten. Und er unterscheidet es von Glauben und Wissen. Wissen sei sozusagen subjektiv wie objektiv zureichend. Es bezieht sich also tatsächlich, was ich glaube, das wahr ist, auf etwas, was wirklich tatsächlich objektiv wahr ist. Beim Glauben, da glaubt es nur ich, das kann niemand nachprüfen. Und beim Meinen, da muss es nicht mal ich selber glauben. Also ich kann alles Mögliche meinen, mal dieses, mal jenes, was immer mir sozusagen gerade einfällt. Was eine Meinung ist, definiert auch das Bundesverfassungsgericht, und zwar in einem Beschluss vom 13. April 1994. Da hielt das Gericht fest, Meinung sind durch die subjektive Beziehung des Einzelnen zum Inhalt seiner Aussage geprägt. Ja, klar. Also es geht weiter. Für sie ist das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens kennzeichnend. Insofern lassen sie sich auch nicht als wahr oder unwahr erweisen. Sie genießen den Schutz des Grundrechts, ohne dass es darauf ankommt, ob die Äußerung begründet oder grundlos, emotional oder rational ist, als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt wird. Begrifflich bleibt also das Gericht eng an der Definition der Meinung, wie wir sie also auch bei Kant finden. Praktisch zeigt sich die Art der Freiheit aber nicht in Definition, sondern im Schutz im konkreten Fall. In einem für die Meinungsfreiheit besonders bedeutsamen Urteil in Deutschland, der sogenannten Lütt-Entscheidung von 1958, formuliert das Bundesverfassungsgericht eine sehr starke Auslegung dieser Meinungsfreiheit. Ich zitiere nochmal, weil es wirklich klingt gut. Ja, auch wenn es praktisch dann anders umgesetzt wird. Zitat, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Es ist in gewissem Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt, the matrix, the indispensable condition of nearly every other form of freedom. Sie zitieren da sogar amerikanische Quellen, also man sieht direkt die Verwandtschaft zur amerikanischen Verfassung. Mit anderen Worten, auch das deutsche Grundgesetz achtet, zumindest formal und in diesem Urteil von 1958, die außergewöhnliche Bedeutung der freien Rede als konstitutiv für die freiheitlich-demokratisch verfasste Gesellschaft. Und doch hat die freie Rede nach deutscher Verfassung nicht den Schutz, den sie in der amerikanischen Verfassung genießt. Ich zitiere mal Winfried Brugger nochmal. Den Ausweg findet das Gericht über die These, die Meinungsfreiheit sei zwar kein generell vorrangiges, aber ein speziell bedeutsames Grundrecht.
Was dies konkret bedeutet, zeigt sich wieder in einer Reihe von Urteilen, unter anderem zum Thema Hassrede. Wo in den USA nahezu in jedem Fall zugunsten der freien Rede entschieden wird, wird in Deutschland öfter dagegen entschieden. Die Meinungsfreiheit als speziell bedeutsames Recht bedeutet mithin, dass die freie Rede nur im Rahmen des öffentlichen Friedens, der Integrität und Wahrung der Ehre der anderen, im Rahmen des sozialen Achtungsanspruchs sowie ebenfalls natürlich im Rahmen der Wahrheit als Freiheit gewährt ist. Was jeweils der öffentliche Friede, die Ehre oder was immer vor dieser freien Rede geschützt werden soll, bedeutet, wird mit Hilfe des Strafrechts dann in kontrollierten Schranken gehalten. Drucker schreibt, Zitat, man könnte auch sagen, Deutschland benutzt das Strafrecht, um die äußere Zivilität des Umgangs vorsorglich hochzuzonen. Auf der Strecke bleibt manchmal oder auch öfter die Spontanität der Auseinandersetzung und weniger gebildete oder disziplinierte haben eher das Nachsehen. Ein Gleichheitsverstoß gegenüber dem einfachen Volk? Die Einschränkung der Redefreiheit in Deutschland gehen so weit, dass Brugger am Ende seines Aufsatzes sogar die Frage stellt, ob die Rhetorik der Bundesverfassungsgerichts, wie zitiert und wie auch im öffentlichen Diskurs in Deutschland von der, Zitat, besonderen Bedeutung der Meinungsfreiheit vielleicht gar nicht in einem Zusammenhang der Stärkung dieses Grundrechts steht, sondern in einem Konnex der Schwächung der Redefreiheit. Ist der Schutz von Ehre und Würde, Gleichheit und Zivilität die vorrangige Pflicht des Staates? Der Anspruch der Bürger auf harte, offene und ungehinderte Diskussion aller Öffentlichkeit bewegenden Fragen dagegen nur ein nachrangiges Recht? Diese Einschätzungen lassen einen eher beunruhigt zurück. An dem kurzen Exkurs sind mir zwei Punkte wichtig. Zum einen, freie Rede ist nicht einfach Meinungsfreiheit und das Grundrecht auf Meinungsfreiheit sicher noch nicht die freie Rede. Und zweitens, die Rede von der besonderen Bedeutung der Meinungsfreiheit könnte sogar eher eine Einschränkung der freien Rede den Weg bereiten, als diese zu schützen. Schon die Abwertung der freien Rede als bloßer Meinung drückt sich ganz faktisch in den tatsächlichen rechtlichen Entscheidungen aus, die, wie Brugger feststellt, besonders weniger gebildete und disziplinierte treffen, die sich nicht zusammenreißen können, wenn es mal drauf ankommt oder so. Ja, weiß nicht, wen er denn genau meint. Ja. Die freie Rede als Voraussetzung, Wesen und Zweck des Politischen versteht Reden dagegen nicht bloß als Meinen, sondern weitaus stärker schon als Handeln. Und dafür zitiere ich nochmal Hannah Arendt. Die Freiheit der Meinungsäußerung, das Recht anderer Meinung zu hören und selbst gehört zu werden, das auch für uns noch einen unabdingbaren Bestandteil politischer Freiheit bildet, verdrängt sehr früh die mit dieser nicht in Widerspruch stehenden, aber doch ganz anders gearteten Freiheit, die dem Handeln und dem Reden, sofern es ein Handeln ist, eigentümlich ist. Die Freiheit besteht in dem, was wir Spontanität nennen. Brugger hat es auch angesprochen. Bleibt auf der Strecke, die nach Kant darauf beruht, dass ein jeder Mensch fähig ist, eine Reihe von sich selber her neu anzufangen. Ich möchte also auf einen Punkt zurückkommen, den ich vorhin kurz erwähnt hatte. Die Politik hat in ihrem griechischen Ursprung einen greifbaren Platz, nämlich den Marktplatz, die Agora. Die Polis war nichts anderes als das um diesen Platz herum gebaute. Gab es keinen solchen Platz, war es keine Polis. Eine Stadt war Stadt, weil sie politisch war. Der Ort des Politischen als freier Rede wurde von seinen schon beschriebenen griechischen Ursprüngen mehr und mehr institutionalisiert. Zunächst in Großreichen auf Zentren konzentriert und dann in der Machtpyramide vom Kaiser zum Pöbel so hierarchisiert und schließlich demokratisiert oder man könnte fast besser sagen parlamentarisiert. Der Ort der Politik und des Politischen ist heute, so könnte man glauben, das Parlament oder unter einer großen Koalition wie zurzeit eigentlich nur die Regierung. Von der Freiheit zur Politik sehen wir heute auch nur noch parlamentarische Formen. Zur Politik befreit ist nur der Berufspolitiker, der über Diäten finanziert und dadurch von finanziellen, das heißt alltäglichen Lebensnotwendigkeiten befreit ist. Der gelegentliche Shoppingbesuch der Kanzlerin widerspricht im KDW, widerspricht dem übrigens nicht, im Gegenteil, sogar eigentlich weiter Ausdruck, weil es ist ja nicht für sie Notwendigkeit, sondern maximale Freiheit, eine Herzensangelegenheit. Zur Politik befreit sind diese befreiten Berufspolitikerinnen aber heute nur noch selten mit dem eigentlichen Kern der Politik, der freien Rede unter freien Menschen beschäftigt. Tatsächlich verliert die politische Rede immer mehr und mehr an Bedeutung. Die Sitzreihen des Bundestags sind meistens verwaist und einzelne
Beiträge am Rednerinnenpult haben schon sehr lange niemanden mehr überzeugt. Also seine Meinung zu ändern, das passiert nicht. Man applaudiert den Rednern der eigenen Partei oder Fraktion, quatscht dazwischen und buht, wenn es einer der anderen ist. Wenn man sich also fragt, und nach all dem muss man sich das meines Erachtens wirklich fragen, wo dieser Ort der freien Rede oder gar die freie Rede selbst heute sein mag, hilft es wenig, sich nur bei den Berufspolitikern umzusehen. Nicht, dass dies nun gar kein Interesse am Politischen mehr hätten. Das würde ich den meisten auch gar nicht eigentlich unterstellen wollen, dass sie darin gut wären, allerdings auch nicht. Nur wesentlich scheint die freie Rede für den Politikbetrieb immer weniger zu sein. Und die Dinge liegen meines Erachtens noch komplizierter. Ich komme auf die Pressefreiheit zu sprechen. Das Politische, das sich in der Moderne als Nationalstaatlichkeit geformt und nach unserer Überzeugung am besten demokratisch verfasst sein sollte, zeichnet sich unter anderem durch eine Gewaltenteilung von Legislative, Judikative und Exekutive aus. Hinzu kommt, dass als wesentliches und kritisches Element betrachtete die freie Presse, die mit ihrer Berichterstattung eine freie Meinungsbildung ermöglichen soll bei uns Bürgerinnen und Bürgern. Die freie Meinungsbildung. Und damit ist sie die vierte Macht im Staat. Oder sieht sich so. Man kann heute den Eindruck bekommen, dass das Politische in seiner parlamentarisch-demokratischen Form die freie Rede dahin längst ausgesourcet hat. Zur Demokratie, so haben wir gelernt, braucht es eine freie Presse, in ihrer modernen Form also massenmedial vermittelter Journalismus, der sich selbst so nennen vierten Macht. Und von wem haben wir das gelernt? Von der freien Presse. Zusammengefasst, für die freie Rede haben wir die freie Presse bekommen, für die Politik die Politiker und uns bleibt von unserer Freiheit zur und Freiheit der Politik die Meinungsbildung und alle paar Jahre die Wahl. Und das ist das Einzige, was uns freien und darin gleichen Menschen in diesem modernen politischen Betrieb geblieben ist, so meint man, von unserer Freiheit die Meinungsbildung. Und zum Glück nur das, muss man sagen. Ja? Dafür braucht man nämlich keine Diäten. Für eine Meinung und Meinungsbildung genügt uns 3 Stunden am Tag Fernsehen. Ja? Und die Bildzeitung, Bild dir deine Meinung. Und wo kämen wir da auch hin, wollten wir alle wirklich politische Freiheit, das heißt Freiheit zur Politik. Am Ende müssten wir über so absurde Ideen wie ein bedingungslos garantiertes Grundeinkommen nachdenken. Da wäre was los. Ja? Wenn man nur denkt, dass diese Verhältnisse an sich schon schlimm genug scheinen, dann stehen wir heute meines Erachtens endgültig vor dem Abgrund. Denn das Internet hat den Journalismus kaputt gemacht. Gut, genau genommen war es anders. Der Journalismus dachte nicht wirklich, das Internet hätte irgendeine Zukunft. Und wenn schon auf den Journalismus, die Zeitung, Verlage und Fernsehanstalten, wird man wohl nie jemals ernsthaft verzichten können. Doch je länger das Internet bestand, umso klarer wurde es auch den Journalisten, dass es vielleicht doch nicht mehr abgeschaltet wird. Und so verändert sich auch die Berichterstattung. Ohne es wirklich verstanden zu haben, was da eigentlich passiert, veränderte sich der kollektive Ton der Diskussion von einem überheblich großzügigen, vielleicht großväterlich abgeklärten Belächeln der jungen, wilden Blogger und Netzaktivisten, ja, in diesem Internet hin zu einer absurd überzogenen Kritik und dem panikhaften Verabscheuen der sogenannten neuen Medien. Aber versteht, also das sollte niemand falsch verstehen, es wäre unfair, wollte man den Journalisten, welche die Texte über das Internet schreiben, als bestünde es heute ausschließlich aus Hate Speech, wollte man diesen Journalisten bösen Willen unterstellen, das will ich nicht. Tatsächlich denke ich, dass die es einfach immer noch nicht durchschaut haben. Aber wie sollten sie auch? Hinter der unverhältnismäßigen Kritik etablierter Journalisten an abschätzig so bezeichneten Bloggern oder Netzaktivisten und allgemein dem rauen Ton im Netz steht kein böser Wille, sondern eine kollektive Dämmerung des eigenen Untergangs, den sie so oft genug am eigenen Leib zu spüren bekommen, in der zunehmenden Jobunsicherheit, den dramatischen Stellenkürzungen, ja, vieler Redaktionen oder den Schließungen von ganzen Zeitungen und so weiter. Aber was hat das alles mit dem Thema politischen Freiheit, der Freiheit zur und der Freiheit der Politik, der Freiheit der freien Rede zu tun? Meine These hier ist, dass vom eigenen Untergang bedroht der Journalismus das Label der Pressefreiheit und mit ihr implizit und explizit demokratisch verfasste Privilegien nutzt, um sich letztlich völlig aussichtslos, aber immerhin vor dem eigenen Untergang versuchen zu retten.
Je schlimmer es um den traditionellen Journalismus oder genauer sein um seine Verkaufsmodelle bestellt ist, umso härter und konservativer wird der Wert der Pressefreiheit verteidigt. Die vierte Macht, die das eigentlich kritische Kraft und damit ein Gegengewicht zu einem auf Machterhalt bedachten politischen Strukturen sein soll, tritt heute als konservative Sittenwächterin auf, als Hüterin der Meinungsfreiheit, ja der Freiheit überhaupt gegen den Verfall. Ja, wessen Verfall eigentlich? Na, gegen den Verfall der Menschen, die all dieses unmögliche Zeugs ins Internet schreiben. Ja, gegen uns alle, denen die Freiheit schon lange nicht mehr zugemutet wird, die wir nur Meinungsfreiheit haben. Der Untergang des bezahlten Journalismus unter Bedingungen des Medienwandels wird mit den Waffen der Pressefreiheit und des Qualitätsjournalismus als bloße Label auf dem Rücken der echten politischen Freiheit ausgetragen. Pressefreiheit wird als Label missbraucht, um sie gegen die Freiheit der freien Rede auszuspielen. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, das muss ich auch gar nicht groß ausführen, weil es allen hier vertraut sein wird. Und es handelt sich eher um ein verstecktes Beispiel, nämlich die Ermittlungen wegen Landesverrats gegen Netzpolitik.org und den darauf folgenden Ereignissen seit Juli 2015. Der Fall muss meines Erachtens als Lehrstück der aktuellen Umbrüche betrachtet werden. Sehr schnell, fast abenteuerlich schnell, brach sich damals eine Solidarisierungswelle mit André Meister und Markus Beckedahl Bahn, die man bis dahin eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Verantwortliche Politiker sowie die Pressesprecher der Bundesregierung und ermittelnde Behörden achteten zu dieser Zeit, machen sie zum Teil immer noch, sehr genau darauf, die Journalisten von Netzpolitik.org als Blogger oder Internetaktivisten zu bezeichnen. Die Welle der Solidarisierung durch die traditionellen Massenmedien schien dann seltsamerweise niemanden zu überraschen. Dieselben Zeitungen und Fernsehsender, die noch quasi Stunden zuvor gegen die Hasskultur im Internet angeschrieben und wetterten, konnten sich nun nicht schnell genug die Zunge rausreißen, um ihre Solidarität mit diesen großartigen Vertretern der Zunft zu bekunden. Wie konnte das passieren? Nun, nimmt man nur die Berichterstattung über das üble Internet vor und lange nach dem Landesverratsvorwürfen jetzt wieder Yesterday News geworden sind, macht es schlicht einfach keinen Sinn. Es wirkt wie sagen ein Irrlicht am Medienhimmel. Wenn man aber sieht, wogegen sich das alles ereignet, dann denke ich, kann man die Geschehnisse sehr viel besser verstehen. Die Pressefreiheit konnte in diesem Fall verteidigt werden, ihr Schutz auch auf die Netzaktivisten ausgeweitet werden, weil dieser Schutz nicht Schutz, sondern Angriff auf die politische Freiheit der freien Rede war. Man konnte nicht schnell genug sagen, dass André Meister und Markus Beckedahl und überhaupt alle von Netzpolitik.org bis zum Facility Manager, gibt's wahrscheinlich nicht, echte Journalisten sind, weil um Gottes Willen, was wäre nur, wenn es das einfach, wenn die das hätten einfach so sagen dürfen. Ja, weil sie freie Rede jedes einzelnen Menschen als oberstes vorrangiges Grundrecht geschützt wäre. Das wäre damals und wird es irgendwann sein, der Schlussakkord des Journalismus, wie wir ihn kennen. Zur anderen Seite der Medaille kann ich jetzt gar nicht mehr viel sagen, weil sowieso ist es zu großen Teilen ein Produkt, wenn nicht Hirngespinst, der sterbenden Massenmedien, nämlich die Hate Speech, von der wir hier in Deutschland scheinbar am härtesten von allen getroffen sind. Meine These ist, dass auch dies mit dem dramatischen Medienwandel unserer Zeit zu tun hat und sogar genauer mit einer Art stillen Revolution politischer Freiheit. Je mehr die etablierten Massenmedien in ihrer wirtschaftlichen Existenz, aber vor allem auch ihrer Monopolstellung als Nachrichtenquelle bedroht sind, umso lauter erheben sie Vorwürfe gegen die Kommunikationskultur im Internet, wo immer das sein soll. Ihre konservative Selbstbehauptung als Wahrerin der Sitten und des Anstandes, der Kommunikationskultur, der Political Correctness, eben der professionellen Standards, des Qualitätsjournalismus, der Freiheit der Presse gegen die Dummheit der unanständigen Internetrolle ist ihre Strategie, sagen ein letztes Aufbäumen, der längst schon gescheiterte Versuch einer Remonopolisierung der freien Rede unter dem Stichwort der Pressefreiheit. Dies gelingt scheinbar in Teilen und unter der Bedingung, dass was uns von Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes bleibt, uns, das heißt den freien Menschen der freien Gesellschaften, ist unsere Meinungsfreiheit. Und diese Meinungsfreiheit ist entgegen Artikel 5 oder dem First Amendment nicht länger der Pressefreiheit vorgeordnet, ja die Freiheit der Presse aus dieser Freiheit der freien Rede abgeleitet, sondern mittlerweile scheinbar umgekehrt. Und so wirkt Artikel 5 Absatz 1, Satz 1 des Grundgesetzes fast schon zynisch. Zitat, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Nun, wenn das alles, was uns freisteht,
das Äußern von Meinungen ist und für alles andere der sogenannte Qualitätsjournalismus das Monopol der Realitätserzeugung mit immer härteren Bandagen kämpfend beansprucht, der Realität, die wir dann, bitte dafür bezahlend, nur noch konsumieren dürfen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn alles, was man bekommt, eben Meinung ist. Und gerade deshalb unqualifizierte Meinung, Trollerei und Hassrede. Diese Phänomene kann man nur als Reaktion auf die politische Entmächtigung der Menschen und die Beschneidung ihres Rechts und ihre Pflicht auf freie Rede bei zeitgleichem Umbruch des Leitmediums verstehen. Die Absurdität der Situation ist deshalb so himmelschreiend, weil diese Entmächtigung auf der einen Seite in so dramatischem Widerspruch zur Entgrenzung der Redefreiheit auf der anderen Seite steht. Das Ergebnis ist schizophren. Wir können sagen, wie nie zuvor, fast alles sagen, alles kritisieren, mit allen weltweit, jederzeit, immer kommunizieren. Und doch bleibt uns nur unsere Meinung, bleibt uns nur Hassrede und Snapchat. Und ich komme jetzt zum hoffnungsvollen Teil. Entschuldigung, wenn es ein bisschen gedauert hat. Es könnte vielleicht zermürbend sein. Aber ich komme zum hoffnungsvollen Teil. Meine These ist nämlich, dass dieser ganz so hoffnungslos scheinende Zustand ein vorübergehendes Phänomen des Verfalls der absterbenden Massenmedien und des Auftauchens einer in ihrer politischen Bedeutung immer noch nicht erkannten neuen Medialität, nämlich dem Internet, ist. Man muss hier auf die Bemerkung Hannah Arendts von vorhin zurückverweisen. Für die Dringlichkeit der Frage nach der politischen Freiheit war es schon im antiken Griechenland entscheidend, dass Plato und Aristoteles, Zitat, unter dem massiven Einfluss einer politisch verfallenen Gesellschaft sich über Freiheit Gedanken gemacht haben. In vielerlei Hinsicht stehen wir heute unter Bedingungen des dramatischen Medienwandels vor einer vergleichbaren Situation. Wenn wir heute nach der Freiheit fragen, sie nicht zu Recht in der Verfassung, nicht im Politikbetrieb und nur verkümmert in der Pressefreiheit finden, dann müssen wir sie eben woanders suchen. Die Freiheit der freien Rede ist heute Freiheit unter Bedingungen des Internets. Nach all dem Gesagten kann man nun nicht wirklich in euphorische Überschätzungen des Medienwandels einsteigen und behaupten, der Weltfried sei nahe. Katrin Passigs Vortrag im Übrigen auf der Republika 2012 oder so zur Standardsituation der Technologiebegeisterung kuriert einen hiervon ziemlich gut. Darüber hinaus, das Oszillieren zwischen wir werden alle sterben und juhu, der Weltfriede ist nahe, nutzt überhaupt nur der Logik der sterbenden Massenmedien in ihrem lächerlichen Kampf um die knappe Ressource der Aufmerksamkeit. Vor allem aber verhindert uns der verrückte Fokus auf lächerliche Dramatisierung, ob wir jetzt alle sterben oder der Weltfriede nahe ist, es verhindert die medienrevolutionäre Arbeit an der Freiheit der freien Rede. Es verhindert die Befreiung des Politischen durch den Medienwandel. Und darum geht's hier, ja, auf der Subscribe 8. Vielleicht nur nicht jemand so gesagt, aber meine Sicht. So, die Frage zum Schluss ist jetzt also so kurz wie kompliziert, was tun? Und ich würde drei Antworten versuchen. Erstens, der Untergang der Massenmedien muss beschleunigt werden. Im Sinne des akzelerationistischen Manifests, wenn das jemand kennt. Damit diese nicht in ihrem Ende die freiheitlich konstituierte Gesellschaft, insofern man von einer solchen überhaupt noch sprechen kann, die Überwachungsskandale schüren da ja rege Zweifel, oder je konnte, sodass sie nicht in ihrem Ende die freie Gesellschaft in ihrem Untergang mitreißen. Wie? Durch Podcasting natürlich. Zweitens, das freie Internet ist als Grundlage einer freien Gesellschaft im 21. Jahrhundert mit allen Mitteln zu schützen. Noch vor jeder Pressefreiheit ist das freie, ungedrosselte, netzneutrale Internet als Grundrecht für alle Freiheit technologisch konstitutiv. Von hier und von der allgemeinen Freiheit der freien Rede sollte, sagen auch Paragraph 5 des Grundgesetzes, als vorrangig und tatsächlich das Politische wesentlich bestimmend betrachtet werden. Es gilt meines Erachtens heute mehr denn je, die unantastbare Würde des Menschen auch in seinem Recht auf freie Rede zu erkennen und umgekehrt als in seiner Würde unantastbar freien und darin gleichen Menschen zu verstehen, frei zur freien Rede. Drittens, kommt unter Bedingungen des Medienwandels Podcasts eine exzeptionelle Bedeutung zu. Und das meine ich tatsächlich völlig unironisch. Wir lassen uns den Kommunikationsapparat nicht zu einem Distributionsapparat kaputt machen, wie wir sagen, eine Forderung Bertolt Brechts für den Rundfunk neu denken können. Mit Podcasting hat Brechts Forderung heute das erste Mal eine reelle Chance. Die Bedeutung freier Rede ist in ihrer vorrangigen Stellung an die tatsächliche Rede gebunden.
Das tatsächliche Gespräch unter Freunden, unter freien und darin gleichen Menschen hat eine eigene politisch unersetzliche Qualität, wie also Podcast-Begeistern sofort einleuchten dürfte und allen anderen dringend klargemacht werden muss. Bei einem solchen Plädoyer für Podcasts als einem wirklich freien Medium gesprochener Sprache geht es nicht und vor allem nicht vor allem um die jeweiligen Inhalte. Ob es nun explizit netzpolitische Podcasts oder die geschätzten bloß unterhaltsamen Laber-Podcasts sind, alle Podcasts haben diese politische Dimension und übernehmen, ob sie wollen oder nicht, Verantwortung für die Freiheit als Voraussetzung, Wesen und Zweck des Politischen. Und aus einem bestimmten Grund. Das Recht auf freie Rede muss praktiziert werden. Oder es wird bedeutungslos. Freie Rede als konstitutives Recht stützt nie die schweigende Mehrheit, sondern immer die das Wort ergreifende Minderheit, also die Nische. Ob uns viele Menschen hören oder nur zwei, ist ebenfalls unerheblich. Im Gegenteil, nicht Massenmedien zu sein, ist konstitutiv für und Ausdruck jener Freiheit, um die es hier geht. Es kann und muss also nur eine Antwort auf den aktuellen Medienwandel und die Frage nach der Bedeutung der freien Rede für eine freie Gesellschaft geben. Go Podcasting. Vielen Dank. Mikrofon bitte. Was für ein Finale. Ich spüre Zeichen von Netzschauder auf meiner Haut. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein paar Fragen aus dem Publikum noch dazu gibt. Ist es in deinem Sinne, dass du das eine oder andere noch? Gerne, ja. Der Sinn, hierher zu kommen, ist, um ins Gespräch zu kommen. Man kann ja nicht von Gespräch sprechen und dann mit niemandem reden wollen. Ja, ich habe eine Frage, und zwar janschimmernfairsein.org, und ich habe die Frage ich habe jetzt immer so ein bisschen gedacht, so ja, wir sind jetzt hier alle gute, aufgeklärte Leute, die freie Rede nicht missbrauchen, aber wir wissen, da draußen in Dresden stehen die Leute von Pegida und fordern auch immer freie Rede für ihre Zwecke. Ich teile diese Meinung definitiv nicht, aber die sagen auch, die Massenmedien sind böse, und du verklausulierst es, aber sagst es auch. Inwiefern grenzt du dich von denen ab? Ich weiß, dass du die wahrscheinlich nicht vertrittst, aber man könnte das so sehen. Ja, danke. Also Lügenpresse, Vorwurf, nichts läge mehr ferner. Und tatsächlich kann ich mit den Positionen von Pegida und Konsorten nichts anfangen. Aber das Recht auf die Äußerung dieser Position muss man meines Erachtens verteidigen. Ja? Sozusagen dieses Diktum aus der Französischen Revolution, ich kann nicht leiden, was du sagst, so sinngemäß, ja, aber für dein Recht, das sagen zu können, würde ich sterben. Ich denke, das gehört dazu, zu einer freien Gesellschaft. Eine freien Gesellschaft muss das aushalten und kann das aushalten. Das Problem ist tatsächlich, wenn uns von unserer freien Rede, von der Möglichkeit, dieses Wort zu ergreifen und was zu sagen, nur die Meinung bleibt, die wir uns bilden dürfen, wenn wir die massenmediale Erzeugnisse zu dem Thema lesen. Und dann kommt es zu solchen Vorwürfen wie der Lügenpresse. Aber es steht uns allen frei, einen Podcast zu machen. Ja? Die Tools sind recht einfach. Kann man in 30 Minuten, wenn man dann ein bisschen geübt ist, kann man das hochziehen und zack, kann man das sagen, und steht niemandem irgendwas im Weg. Ich hätte ansonsten noch ein oder zwei Fragen. Die erste ist, ich bin ja auch immer ein Freund der Disruption, aber jetzt so ein klares Statement, Massenmedien müssen überwunden werden und müssen so schnell sterben wie nur irgendwie möglich. Jetzt stehen wir hier so im BR und man spürt vielleicht auch so den einen oder anderen Haken im Fleische dabei. Meine Frage wäre aber, ich glaube in der Tat, ich bin da bei dir, dass so die bisherigen, insbesondere Geschäftsmodelle, nicht mehr wirklich lange überlebensfähig sind. Das glaube ich ganz ernsthaft auch. Glaubst du aber nicht, dass eigentlich so viele gute, talentierte Leute in diesen Apparaten drin sind, dass es zu einer sinnvollen Transformation der Massenmedien kommen kann? Das heißt also, dass im Prinzip die ganzen Ressourcen vielleicht anders ausgespielt werden, aber letztendlich nicht einfach völlig alles zerstört und zerschmettert werden muss.
Ja, also ich bin, das klingt vielleicht dramatischer, als es ist. Nee, das klingt eigentlich nicht dramatischer, als es gemeint ist. Ich wäre da tatsächlich für diese Beschleunigung dieses Endes. Und zwar genau in dem Sinne, in dem ich das gesagt habe, nämlich damit in dem Untergang dieser Bezahlmodelle oder dieser auf diese Bezahlmodelle setzenden und damit eigentlich dieses ganze Recht auf freie Rede korrumpierende, dass das nicht die freie Rede selber mit in den Abgrund reißt. Und dass die Gefahr besteht, denke ich, die zeigen alle Skandale, die wir zum Thema freie Rede, Meinungsfreiheit und so weiter in den letzten Jahren immer mehr kommen sehen, eigentlich nur zu gut. Dass es superfähige Leute gibt, gerade was das Radio angeht, von dem ich ein großer Fan bin, und ich bin übrigens sehr großer Fan von Bayern 2, aber das nur so am Rande, ist, dass man da superfähige Leute findet und ganz tolle Sachen hören kann. Das ändert daran eigentlich nichts. Also man müsste sich, denke ich, beim Radio eigentlich tatsächlich sehr, sehr viel ernster nehmen und diese Forderung Bertolt Brechts ernst nehmen, dass der Distributionsapparat des Rundfunks zu einem Kommunikationsapparat umgebaut werden muss. Und das kann man jetzt das erste Mal. Aber das kann man nicht mehr mit den Bezahlmodellen und mit den Modellen des Radios, wie es jetzt passiert oder wie es jetzt der Fall ist. Und dann gibt's noch eine zweite oder letzte Bemerkung zu dem, könnte noch mehr sagen, aber lass mal bei dem. Das zweite ist, ja, eine Transformation, aber wie sieht sowas aus? Das ist so ein bisschen, es klingt so ein bisschen, Tim hat es vorhin in seinem Vortrag auch schon angesprochen, es klingt so ein bisschen wie die Idee, das ist nur eine Weiterentwicklung, ja, als wäre der Computer eine bessere Schreibmaschine. Ist er halt nicht. Ja, hat damit nichts zu tun, auch wenn es auch Tasten hat. Ja. Und das so zu betrachten, das schleppt sehr viel mehr von dem Ballast mit, den man nicht Not hätte mitzunehmen. Man kann viel freier denken, wenn man nicht glaubt, dass Podcasts jetzt das neue Radio sind. Ja. Und das wäre allen voran den Radioleuten mal empfohlen. Ja. Also in diese Richtung ging das. Oh, ups, jetzt seid ihr wach geworden. Sehr gut. Ich gehe ganz mit dir, wenn du über Podcasting als Möglichkeitsraum für freie Rede sprichst. Ich glaube tatsächlich, dass da Denken anders möglich ist als in anderen Formaten, die wir in den Massen und auch in unserer eigenen Mediennutzung haben. Was aber in diesem Konstrukt, was du uns eben gezeigt hast, also die Massenmedien, der Einzelne mit freier Rede und auch in seiner Meinung noch nicht auftaucht und was mir tatsächlich auch, also was mich momentan extrem beschäftigt, also wirklich seit mindestens 2 Wochen denke ich da ganz stark drüber nach und ich finde es auch beunruhigend. Was ist, wenn wir in Zukunft mit Akteuren agieren, wo nicht unbedingt mal ein Subjekt dahinter steckt, was mit uns redet und seine Meinung mit uns versucht auszutauschen oder uns aufzudrängen? Also es gab gerade in letzter Zeit sehr viele Artikel zu Hate Speech und zwar nicht von Hate Speech, Nazi-Hate Speech oder sonst was. Oder wenn der Bot der Nazi wird. Genau, ja. Wenn der Bot mit uns spricht. Ja. Also von Trollringen und solchen, wo es nicht darum geht, unbedingt eine Meinung auszutauschen, sondern eine Meinung auszutauschen, weil es geht. Also vielleicht nicht, um einen politischen Diskurs zu führen, sondern um auf Grundlage möglicherweise von Algorithmen zu diskutieren. Ja. Und dafür sind diese ganzen Regularien, die wir jetzt haben, nicht gedacht und noch nicht gemacht. Also da sind Sachen, wie sie stellen, also das wird, was ist, wenn das Subjekt in der Lage ist, in Masse zu kommunizieren? Ja. Gut, also auch eine extrem spannende Frage. So ein bisschen führt das über eigentlich den Gegenstand von meinem Vortrag jetzt so ein bisschen raus, aber es hat natürlich viel damit zu tun, ob das sich jetzt dabei um Subjekte handelt, wenn man von solchen Bots und Algorithmen spricht, das sei mal noch dahingestellt. Die Diskussion überlasse ich irgendwem, den sie interessiert. Aber die Frage, ob dafür eigentlich Regularien gefunden sind und ob wir dafür eigentlich auch schon die Umgangsformen haben, ob die freie Rede eigentlich diesen technischen Herausforderungen gewachsen ist. Da würde ich sagen, muss man drauf ankommen lassen. Es gibt keine Alternative. Ja? Zu dieser freien Rede als diesem Recht gibt es keine Alternative, meines Erachtens. Und Bots sind kein gutes Argument dafür, jetzt hier irgendwelche Grenzen einzuziehen und die freie Rede einzuzäumen, weil da Hassrede von am Ende noch sogar von Bots, ja, die sind nicht mal schuldfähig, passiert. Ja. Also dann, da wird es tatsächlich, würde ich sagen, abwegig. Und ein anderer Punkt, der damit noch
zusammenhängt, ist der, den ich da eigentlich versucht habe zu machen zum Thema Hassrede. Sie ist meines Erachtens eben genau die andere Seite dessen, dass wir keine freie Rede mehr in der Form haben, sondern uns nur Meinungsfreiheit bleibt. Ja, meines Erachtens würde diese Hate Speech in ihrem Übergewicht, die ich meines Erachtens als Reaktion auf dieses Beschneiden der freien Rede als Recht verstehen möchte und verstanden haben möchte, dass sich das eigentlich gibt, wenn man auf freie Rede setzt. Wozu sollte jemand Hassrede in der Form, also sagen, das muss schon mal auch jemand erklären, warum es sagen, ne, aus anderen Gründen gibt. Unser wohlverdientes Essen köchelt seit 20 Minuten unten in unseren Futtertöpfen. Von daher bitte jetzt noch ein letzter kurzer Beitrag. Wir sind dann ja alle ohnehin noch nicht nur heute Abend ohne weiteres Programm beieinander, sondern dann auch noch die nächsten zwei Tage hoffentlich. Genau. Ich denke, das ist ausgesprochen diskussionsanschlussfreudig gewesen, deine Keynote. Aber jetzt noch eine letzte kurze Frage, bitte. Ich meine, wenn man deine Rede weiterdenkt, dann steht der Podcasting-Szene, der Podcasting-Bewegung noch eine Bewährungsprobe bevor, nämlich die Hate Speech-Podcasts. Mhm. Die haben das noch nicht entdeckt. Ja. Die glauben dem Journalismus nicht mehr, weil das Lügenpresse ist. Sie informieren sich auf Facebook und RP Online. Und die wirklich große Bewährungsprobe steht noch bevor. Ja. Und wir müssen jetzt schon drüber nachdenken, wie wir die Demokratie bewahren können. Ja, auch ein super Beitrag. Da möchte ich auch nur ganz kurz, weil dann ist die Zeit vorbei und so, nur ganz kurz was dazu sagen. Das ist aber schon auch interessant, dass es die nicht gibt. Also ich meine, du kannst ja gerne mal den ersten machen. Hate Speech Podcast gibt es wahrscheinlich als Domain sogar noch. Ja, warum gibt's den noch? Na, ich meine, die Frage ist, warum gibt's den noch? Der Grund ist letztlich der, weil Podcast setzt freie Rede um. Da gibt's halt keine Hate Speech, weil wozu? Ja, da bleibt einem nicht nur Meinungsfreiheit, sondern man kann alles und zwar ausführlich, solange man möchte sagen, nicht so wie ich heute, ich hatte nur 45 Minuten, aber so, genau. Ja, so sagen, genau. Danke. Das war wirklich eine ganz, ganz hervorragende Nachfrage nochmal. Und ich glaube, das könnte so ein magischer Subscribe-Moment werden. Unsere Wette hier und jetzt in die Zukunft, Referent sagt eben, in dem Medium Podcast selber ist angelegt, dass es per Definition quasi keinen Hate-Podcast geben wird. Wir können jetzt alle die nächsten Monate gucken, ob er Recht behält oder nicht. Super Experiment. Wir werden das jede Subscribe aufrufen, ob es so gekommen ist oder nicht. Vielen, vielen Dank nochmal. Und jetzt haut rein und habt Spaß heute Abend.